So, schönen guten Mittag allerseits. Mein Name ist Pascal Lotta. Einen Moment, ich schalte mal kurz meine Webcam an. So, schönen guten Mittag. Ich begrüße Sie zu unserem Webinar heute zum Thema Rechnungsstellung. Meine Kollegin Frau Schaller, die ist auch zugegen. Schönen Mittag. Willkommen zu diesem Webinar, auch von mir. Wir haben vor, Ihnen heute in den nächsten 45 Minuten ungefähr ein paar Details zur Rechnungsstellung zu zeigen, also wie Sie mit Rechnungen in TimeSensor besser umgehen können. Dazu habe ich eigentlich ganz kurz zur Übersicht eine PowerPoint vorbereitet, einfach damit Sie wissen, was jetzt auf Sie zukommt. Wir fangen an mit der Einführung zum Webinar selbst. Also Disclaimer an der Stelle, ich höre Sie nicht. Sie sind auf Listen Only gestellt, einfach weil wir zu viele Leute sind. Daher müssen Sie jetzt einfach passiv kurz warten, bis ich Ihnen erklärt habe, wie Sie mit uns interagieren können. Wir werden uns anschauen, wie Abrechnen aus dem Mandat funktioniert, Erklärungen dazu. Dann werden wir uns das Rechnungsfenster anschauen in einer Übersicht. Wir werden uns anschauen, wie die drei Rechnungsarten funktionieren, anhand von Beispielen, so die Vorschussrechnung, die Teilrechnung, die Rechnung selbst. Dann während des Ganzen werde ich versuchen, ein bisschen Tipps und Tricks einzubauen, also um Ihnen zum Beispiel zu zeigen, wie so Ratenzahlungen funktionieren können, wie Abschläge funktionieren und was Shortcuts sind. Und das Ganze wird ein bisschen verpackt, so einheitlich in einer Story, wie Abrechnungen in einer Kanzlei funktionieren können. Das Darf Ziel, ich kurz etwas ja, einwerfen? bitte. Ich bekomme hier bereits Fragen, und zwar scheint es ein Problem mit dem Ton zu geben. Es gibt Teilnehmer, die nichts hören. Teilnehmer, die nichts hören. Entschuldigung, darf ich die Frage in die Runde werfen? Gibt es Teilnehmer, die mich hören? Können Sie kurz in den Chat schreiben, dass Sie mich hören? Okay, ja. Ja, Gut, dann. okay. Also dann scheint es ein einzelnes Problem zu sein an die Leute, die nichts hören. Sie haben eine Einwahlnummer in der E-Mail, die Sie heute bekommen haben. Dort haben Sie entweder einen Link oder weiter unten haben Sie eine Einwahlnummer. Wenn Sie die wählen, dann werden Sie über die normale Telefonleitung verbunden. Dann sollte es funktionieren. Checken Sie aber auch unter Audio, ob Sie dort die richtigen Optionen drin haben. Gut, danke Regula. Ich hoffe, dass mich die meisten verstehen. Das sind halt die Tücken eines Webinars. Zurück zu dem, was ich Ihnen eigentlich erzählen möchte, ist, dass Sie am Schluss des Ganzen hier hoffentlich die Rechnungsfunktion etwas besser verstehen. Vor allem, weil ich die Gelegenheit des Webinars dazu nutzen möchte, um ein paar Hintergrundinformationen Ihnen zu geben, wie denn die Logik der Rechnungen ausschaut, was im Hintergrund alles passiert. Noch ein paar Infos jetzt zum Webinar selbst. Eben A, ich kann Sie nicht hören. B, bitte verwenden Sie den Chat, um Fragen zu stellen, respektive, Entschuldigung, die Fragefunktion. Wir beantworten Ihre Fragen so gut wie es geht. Jetzt hier im Webinar, also Frau Schaller wird die Fragen sammeln und wird sie entweder einzeln schriftlich beantworten oder dann an mich weiterreichen, damit ich sie im Plenum beantworten kann. Und zu was wir jetzt im Moment nicht dazu kommen, das werden wir mal versuchen, im Nachhinein per E-Mail an Sie zu beantworten. Also bitte stellen Sie einfach Ihre Fragen. Die Sitzung, die wird aufgezeichnet und die werden wir Ihnen im Nachhinein zur Verfügung stellen. Was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, sollte mehr oder weniger das hier sein, also das Panel. Und Sie können da einerseits das Panel ausblenden mit dem orangen Knopf, damit Sie meinen Bildschirm besser sehen. Und andererseits können Sie Fragen stellen über die Fragefunktion. Gut, ich hoffe, das funktioniert soweit. Regular, falls es Probleme gibt, bitte weise mich doch darauf hin. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass das, was ich gesagt habe mit der Einwahlnummer, das
gilt natürlich nur für die Leute, die nichts hören. Die konnten das nicht hören. Super. Pascal, könntest du, wenn du deinen Bildschirm freischaltest, das Ja. kurz in ein Textedit reinschreiben? Jawohl. Danke. Sie haben meinen Bildschirm noch gar nicht gesehen. So, daher ein Moment. Ich mache hier kurz eine Notiz. Bitte wählen Sie sich per Telefon ein, mich nicht hören können. Kannst du noch sagen, dass die Nummer, schreiben, dass die Nummer in der Erinnerungs-E-Mail drin ist? Gut. Dankeschön. Also ich entschuldige mich bei allen denen, bei denen das jetzt gut funktioniert hat und die jetzt da so lange warten mussten. Fangen wir an. Damit wir uns besser konzentrieren können, schalte ich mal hier die Kamera ab und dann beginnen wir mit Timesensor. Ich habe hier auf meinem Desktop unter Adressen in den Mandaten den Herrn David Bayer bereitgestellt. So. Bei dem wir zwei Mandate zur Verfügung haben, mit denen wir arbeiten können. Einerseits lässt der Herr Bayer bei uns eine Firma gründen, andererseits lässt er sich traurigerweise scheiden. In der Firmengründung haben wir schon bereits zwei Rechnungen drin. Die Rechnung 700 und die Rechnung 97. Ich öffne mal die 700, damit wir uns diesen Datensatz ein bisschen genauer anschauen können. Einerseits besteht der Rechnungsdatensatz aus dem Empfängerfeld mit Datum und der Person, an die die Rechnung gestellt wird. Andererseits haben wir hier das Feld Verrechnung, wo ein Überblick gezeigt wird dessen, was dann nachher alles in die Rechnung reinkommt. Etwas Ähnliches haben wir auf der rechten Seite. Das ist eine Übersicht der Leistungen, respektive der Leistungsgruppen, die in dieser Rechnung drinstecken. Diese Ansicht, die lässt sich auf die Leistungen selber anwenden. Für diejenigen, die schon lange mit Timesensor arbeiten, sie wissen, das sind die gleichen Leistungen wie die, die Sie hier oben zu stehen haben, die mit dem roten Haken markiert sind. Diese Funktion soll es Ihnen erlauben, noch einmal zu kontrollieren in der Rechnung selber, was denn jetzt eigentlich alles drinsteckt. Wir haben rechts oben ein Rechnungsdetailfeld mit Datum und das Zeichen Sachbearbeiter, die alle an diesem Mandat gearbeitet haben. In unserem Fall ist es der Sam und der Michael Muster. Dann haben wir hier links unten, also in der Mitte, ein Feld, das es erlaubt, die Rechnungsvorlage auszuwählen. Ich kann dieses Feld im Moment nicht bearbeiten, weil das Schloss zu ist. Wenn ich das Schloss öffne, dann würde sich hier auch die Rechnungsvorlage ändern lassen. Das ist dann interessant, wenn Sie zum Beispiel in einer Kanzlei arbeiten, wo verschiedene Partner mit verschiedenen Vorlagen hantieren wollen, oder wenn Sie eine andere Vorlage ins EU-Ausland schicken wollen, als jetzt bei sich zu Hause in Verwendung ist, da könnten Sie in der Rechnung auf diesem Niveau die Vorlage ändern, die dann gestartet wird. Wir haben die Mahnvorlage, das Ertragskonto und das Einzahlungskonto, was hier definiert ist, und dann einen ganz wichtigen Bereich hier links unten, den Rechnungsausgleich, in dem Zahlungen schlussendlich erfasst werden. Und auf das gehe ich nachher noch kurz im Detail ein. Auf was ich Sie hier gerne hinweisen möchte, ist, dass es bei uns im Timesensor so zwei verschiedene Dinge gibt, die man unter Rechnung verstehen kann. Das hier, was wir im Moment vor uns sehen, ist der Rechnungsdatensatz. Das sind alles die Daten des Programmes, welche schlussendlich in den Rechnungsausdruck hineingezogen werden. Der Rechnungsausdruck, den öffnet man, indem Sie aufs Druckersymbol klicken. Das hier da, was wir jetzt vor uns sehen, ist eine Vorlage,
abgefüllt mit den Rechnungsinformationen. Also die zwei Fenster hier, der Rechnungsdatensatz und der Rechnungsausdruck, die beinhalten zwar die gleichen Informationen, sind aber nicht dasselbe. Also hier haben wir einerseits die Informationen, die hier links bei der Verrechnung stehen. Aber der große Unterschied ist der, dass was auf einem Rechnungsausdruck drauf ist, das ist an der Stelle nicht mehr mit TimeSensor selbst verbunden. Sie können in einem Rechnungsausdruck drinnen Änderungen vornehmen. Diese Änderungen werden aber nicht zurückgespeichert ins Programm selbst. Daher, wenn Sie zum Beispiel hier an den Zahlen Anpassungen vornehmen, dann hat das auf die Daten im TimeSensor selber keinen Einfluss. Das, was wir hier rechts sehen, ist wirklich einfach nur eine ausgedruckte Darstellung dessen, was tatsächlich im Programm vorhanden ist. Es kann unter Umständen manchmal von Vorteil sein, wenn Sie hier in der Rechnung selber Änderungen anbringen. Sag mal, Sie schreiben hier noch einen Schlusssatz hinzu, wie immer, mit besten Grüßen. Und dann, wenn Sie diese Rechnung jetzt nicht sofort drucken und abschicken, sondern schließen, da wird sich TimeSensor fragen, ja, möchten Sie denn diese Vorlage, diesen Ausdruck jetzt verwerfen oder speichern? Da sage ich speichern. Gut. Fragt, wo soll es gespeichert werden? Ja, bitte in der Akte speichern, ist ja alles richtig. Dann macht er das. Und wenn Sie jetzt diese Vorlage erneut starten, hier aus dem Rechnungsdatensatz raus, dann wundern Sie sich vielleicht, warum ist denn jetzt der Satz weg? Ja, der Satz ist deswegen weg, weil das hier da ist jetzt eine neue Vorlage. Da wurde jetzt gerade ein neuer Ausdruck gestartet aus den TimeSensor-Rechnungsdaten. Die Vorlage, die Sie vorhin bearbeitet haben, die wurde einfach als Ausdruck gespeichert. Ich mache das hier jetzt mal zu, um Ihnen zu zeigen. Die Rechnung, die Sie vorhin ausgedruckt haben, die ist jetzt unter den Entwürfen, weil das ist quasi wie eine Word-Datei in dem Moment. Und die wird dann einfach im TimeSensor drin gespeichert und wartet hier, bis Sie diese verschicken. Da haben wir den Satz und da haben wir auch die Änderungen, die wir gemacht haben. Ich erwähne das hier einfach, um Ihnen mitzuteilen, dass wir diese zwei verschiedenen Ebenen haben. Des Ausdrucks und der Daten. Wenn Sie Änderungen machen, die Sie immer reflektiert sehen wollen, dann müssen Sie unbedingt die Daten ändern und nicht nur den Ausdruck. Ich werde das hier jetzt mal an der Stelle drucken, um die Tinte bei uns im Büro zu sparen, drucke ich es nicht, sondern ich archiviere es einfach nur, sage okay und dann ist es raus, diese Rechnung, dieser Ausdruck. Ich gehe zurück zu den Mandaten. Und jetzt stellen Sie hier etwas fest. Und zwar haben wir bei dieser Rechnung eine rote 2 und einen Punkt nebendran. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich wissen, dass das bedeutet, dass diese Rechnung, bei der wurden schon zwei Mahnungen rausgeschickt. Und der Punkt bedeutet, dass da eigentlich die dritte Mahnung schon fällig ist. Und Sie sehen auch, wieso. In unserer Demo-Version hier, die geht immer vom 1.4.2016 aus und die Rechnung hier, die wurde schon am 17.9. rausgeschickt. Und da haben wir noch immer keine Zahlung, keinen Zahlungseingang drauf. Daher wartet diese Rechnung jetzt, drauf gemahnt zu werden. Mahnungen, die schreibt man nicht aus der Akte, aus dem Dossier heraus, sondern Mahnungen, die macht man unter Finanzen, Debitoren, offene Rechnungen. Da haben wir genau den gleichen Datensatz, den vom Herrn Bayer, der hier unten auf uns wartet, die Rechnung 700. Also die Liste der offenen Rechnungen und der Datensatz in der Akte, das sind genau die gleichen Daten. Einfach werden zweimal an zwei verschiedenen Orten angezeigt. Um jetzt diese Rechnung, die dritte Mahnung loszuschicken, klicken Sie unten aufs Mahnungssymbol. Die dritte Mahnung wird gestartet mit Übersicht dessen, was fällig ist. Ich drucke das, klicke auf OK. So, jetzt ist die Mahnung raus. Und hier das Symbol, das ändert sich auf ein rotes Kreuz, bedeutet, wurde schon dreimal gemahnt. Zurück zu den Adressen.
Ich schließe die einmal und öffne sie wieder, damit sich da die Daten erneuern. Und da sehen wir auch hier, wird die Rechnung auf gemahnt gestellt. Jetzt, Sie wissen das wahrscheinlich selber. Mahnungen, die treibt man häufig am besten auch dadurch ein, dass man einfach mal anruft und dann den Mandanten informiert, dass hier noch eine Zahlung fällig wäre. Jetzt, der gute Herr Bayer, der hat leider das Problem, dass bei ihm einfach das Geld nicht langt. Und da hat man abgemacht, also der sollte uns ja eigentlich, schauen wir uns das schnell im Archiv an, die Rechnung, die wir gerade verschickt haben, der sollte uns ja eigentlich 5.378,80 Euro zuschicken. Aber mit ihm haben wir jetzt abgemacht, dass er, damit er das begleichen kann, dass er uns das in, dass wir ihm da einen Abschlag drauf geben, aus Kulanzgründen. Und da haben wir die Möglichkeit, um Abschläge zu erfassen, hier unten mit der Version Zu- und Abschläge zu arbeiten. Was mit ihm abgemacht wurde, ist, dass er 4.500 Euro bezahlen soll. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass es hier das Problem gibt, dass wenn der Ausstand, das Finale, das Total 4.500 Euro sein soll, dass man da die Steuersätze berücksichtigen muss, die hier hinein sollen. Und dafür haben wir ein Feature gemacht, hier unten rechts, über das Rechnersymbol, welches erlaubt, einen Zielausstand zu berechnen, also sozusagen die Umsatzsteuer rauszurechnen aus einem Endbetrag. Wenn Sie hier diesen Endbetrag eingeben und auf OK klicken, dann schlägt Ihnen TimeSensor vor, wie viel Sie denn jetzt als Abschlag auf diese Rechnung draufrechnen, respektive runterrechnen müssen, damit Sie auf den gewünschten Zielbetrag kommen. Das schreibe ich hier einen Text rein, Reduktion gemäß Absprache. Wenn Sie an der Stelle auf Verbuchen klicken, dann macht TimeSensor auf dieser Rechnung eine erste Buchung, negativ 738,48, und damit verringert sich dann der Totalausstand auf die gewünschten 4.500 Euro, die mit dem Mandanten so abgemacht wurden, dass er diese jetzt bitte endlich bezahlen soll, um die Rechnung zu tilgen. Und diese Änderung, die wird jetzt in der Rechnung selber wiedergegeben, also im Ausdruck. Wenn ich den Ausdruck hier nochmal starte, dann sehen Sie, dass der jetzt hier eine zusätzliche Zeile eingefügt hat, Reduktion gemäß Absprache, so dass die Mehrwertsteuer, also die Umsatzsteuer, Entschuldigung, immer stimmt und der Rechnungsausstand dann natürlich genau das ist, was wir wollen. Sie können diese Rechnung hier, also diesen Ausdruck, so häufig verschicken oder starten, wie Sie wollen. Die Rechnungsnummer, die bleibt immer dieselbe, ab dem Zeitpunkt, wo Sie die Rechnung zum ersten Mal drucken. So, dann schließen wir das, verwerfen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Herr Bayer diese Rechnung beglichen hat, also auf meinem Bankkontoauszug sehe ich, dass diese 4.500 Euro tatsächlich eingegangen sind. Da brauche ich nichts weiter zu tun, als verbuchen zu klicken. Dann werden 4.500 Euro eingebucht. Der Rechnungsausstand geht auf 0 hinunter und damit ist diese Rechnung hier erledigt. Die kann ich jetzt beenden und mich der nächsten Rechnung widmen. Auch diese Rechnung hier, die ist schon zur Zahlung fällig geworden. Auf dieser Rechnung jedoch haben wir abgemacht, dass keine Reduktion mehr nötig ist, aber wir bieten dem Mandanten an, dass er diese Rechnung hier in Raten bezahlen darf. Und ein Ratenzahl-Feature ist etwas, was im TimeSensor nicht häufig verwendet wird, aber sehr, sehr praktisch sein kann. Um eine Ratenzahlung einzustellen, öffnen Sie das Schloss und dann haben Sie hier die kleine 1. Darüber können Sie dem TimeSensor sagen, in wie vielen Raten denn jetzt dieser Kunde, also Entschuldigung, dieser Mandant, seine Rechnung begleichen darf. Ich sage Ihnen hier, dass er das über 5 Raten bezahlen darf. Wenn ich jetzt hier die Rechnung starte, dann kriegen wir hier oben, das kennen Sie wahrscheinlich, einerseits die Rechnung,
andererseits ein Detailblatt, was ausgedruckt wird. Und zum dritten wird dann ein Zahlungsplan angehängt. Im Zahlungsplan wird der ursprüngliche Betrag einfach auf die Anzahl Raten aufgeteilt und dahinter eine einmonatige Zahlungsfrist gesetzt. Die können Sie allenfalls auch streichen, wenn Sie dann eine andere Periodizität abgemacht haben. Oder Sie können das gestalten, wie Sie wollen. Das ist mehr eine Erinnerung an den Mandanten, dass dann 5 Raten fällig werden. So, das können Sie jetzt auch wieder drucken und verschicken. Und dann hilft Ihnen Time Sensor dabei, dran zu denken, dass jetzt verschiedene Raten hier eingefordert werden. Wenn jetzt auf Ihrem Bankausdruck dann schlussendlich zum Beispiel 1500 Euro eingehen und Sie auf Verbuchen klicken, dann erinnert Sie Time Sensor dran, dass hier Raten eingebucht werden müssen und zeigt Ihnen an, wie viel wurde denn jetzt hier beglichen. Da kann ich an der Stelle 1500 Euro eingeben, die tatsächlich eingegangen sind. So, und damit wird dann jede einzelne Ratenzahlung aufgenommen. Und ich kann das jeden Monat, wenn hier wieder eine neue Ratenzahlung eingeht, sagen wir, da geht am 23.04. nochmal eine Zahlung von 1500 Euro ein, kann ich hier den Überblick darüber wahren, wie viel denn jetzt von dieser Schuld schon beglichen worden ist. Und die nachfolgenden Ratenzahlungen werden je nachdem angepasst, je nachdem, wie viel das denn jetzt hier schon eingegangen ist. Jetzt habe ich hier allenfalls schon zu viel eingegeben. So. Dieses Feature kann Ihnen dabei helfen, den Überblick über Ratenzahlungen zu bewahren. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass das Ganze soweit beglichen wurde. Und damit hätten wir dann zum Schluss eigentlich nur noch die Leistungen in diesem Dossier offen, die schon aufgelaufen sind. Und die verrechnet man einfach darüber, dass Sie hier auf Rechnung klicken. Dann werden die Leistungen, die sich hier im Dossier befinden, in eine normale Abrechnung hineingepackt. Beim Empfänger können Sie wählen, wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung zum Beispiel hinterlegt haben, dass nicht der Herr Bayer, sondern die Rechtsschutzversicherung diese Leistungen bezahlt. Bei ihm ist dem jetzt nicht der Fall. Die Rechtsschutzversicherung, die übernimmt nur Kosten, die mit der Scheidung zu tun haben, nicht mit der Firmengründung. Und erstellen wir hier diese Rechnung, dann verschwinden die Leistungen und die sind jetzt hier in die Rechnung hineingepackt worden. Die können wir jetzt an der Stelle auch wieder ausdrucken, verschicken. So, und damit hätten wir das Mandat der Firmengründung so weit bearbeitet, dass wir uns zur Scheidung weiter vorarbeiten können. Und bei der Scheidung möchte ich Sie auf ein paar Dinge in Bezug zum Zwischenspiel von Leistungen und Timesheet hinweisen. Aber bevor wir dazu gehen, möchte ich kurz Rückfrage an Regula Schaller stellen. Gibt es Fragen bis zu der Stelle? Nein, im Moment gibt es noch keine Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Okay. Scheint alles verständlich zu sein. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Vielleicht, ich gehe davon aus, dass Sie Teile vom Programm schon gesehen haben und gehe nicht auf jedes Detail ein. Wenn etwas zu schnell geht, dann bitte fragen Sie es. Danke. So. Ich mache den hier mal kleiner. Also. Verwenden wir das Webinar kurz dazu, um auch noch über die Zusammenhänge hier von Leistungen und Timesheet zu sprechen. Wenn ich versuche, hier diese Scheidung gleich wie bei der Firmengründung abzurechnen, dann fragt mich TimeSensor hier, entdeckt, dass es auf einem Timesheet noch Leistungen gibt, die jetzt nicht
ins Mandat übertragen worden sind. Das hat damit zu tun, dass heute Morgen, am gleichen Tag, der Michael Muster, nein, das war nicht der Michael, das war der Sam wahrscheinlich, auf seinem Timesheet eine Leistung erfasst hat in diesem Mandat. Ich gehe hier mal kurz wieder zurück, damit wir uns das anschauen können. Wenn Michael am selben Tag bei der Scheidung, sagen wir hier, ein Telefonat erfasst von einer halben Stunde, dann ist dieses Telefonat zu dem Zeitpunkt noch nicht im Mandat drinnen. Timesensor merkt, dass es nicht drin ist. Sie können sich auch selber kurz vergewissern, dass diese Leistung jetzt bereits ins Mandats-Timesheet übertragen wurde, indem Sie auf Transfer von Timesheet, vom Timesheet klicken. Jetzt hat er den hier nicht gefressen, weil er es noch nicht gemerkt hat. Preis von Timesheet. So, in dem Moment, wo eine Leistung vom persönlichen Timesheet übertragen wird, wird sie auf dem Timesheet selber, auf dem persönlichen Timesheet mit dem roten Haken markiert. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das persönliche Timesheet dazu gedacht ist, dass ein Anwalt immer seine eigenen Arbeitsstunden kontrollieren kann und dass die Arbeitsstunden unter jeden erdenklichen Umständen korrekt sind. Also das hat damit zu tun, dass auf dem Mandats-Timesheet hier, das ist dazu da, um Stunden abzurechnen. Wenn jetzt gewisse Stunden, also dieses Telefonat zum Beispiel, hier sehen Sie, der hat der Michael einmal telefoniert mit dem Mandanten und der Sam auch noch. Wenn Sie jetzt sagen, nein, das war eigentlich ein Conference Call, das sollte man nicht beides abrechnen, dann können Sie gerne einen von beiden rausstreichen. Nehmen wir hier den Michael Muster, weil das soll nicht abgerechnet werden. Alles, was hier sich auf dem Mandat befindet, muss eigentlich irgendwann abgerechnet werden, damit es tatsächlich verschwindet. Ich lösche das hier. Das hat dann zur Folge, dass auf dem persönlichen Timesheet diese Leistung als nicht verrechenbar markiert wird mit dem grauen Kreuz. Das hängt nur damit zusammen, dass eben schlussendlich der Anwalt selber kontrollieren kann, wie viel habe ich denn jetzt gearbeitet und wie viel davon wird auch tatsächlich in Rechnung gestellt. Diese Leistung, die ist nicht verloren gegangen, sondern die wird hier auf dem Mandatstimesheet einfach ausgeblendet. Das lässt sich einblenden. Dieses kleine unscheinbare X hier, wenn Sie da draufklicken, dann werden die nicht verrechenbaren Stunden hier angezeigt mit dem grauen Kreuz. Die werden nie in Abrechnung gestellt, die sind aber im Hintergrund natürlich immer noch da. Wenn Sie sich jetzt sagen, ach nein, das war ja eigentlich ein Fehler, weil es war ein Conference Call, da waren zwei Anwälte daran beteiligt, da müssen wir eigentlich beides verrechnen. Dann brauchen Sie diese Leistung nicht wieder neu aufzunehmen, sondern auf dem persönlichen Timesheet von Michael Muster muss der Michael sagen, unter Werkzeuge, nein, 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 warte kurz, das ist, diese Leistung ist verrechenbar, die setze ich jetzt auf verrechenbar, die soll tatsächlich übertragen werden. Und dann kann er auch noch sagen, so, und bitte das Ganze sofort zum Dossier transferieren. Da passiert genau das Gleiche, wie wenn man es aus dem Dossier heraus von den Timesheets her zieht, dann wird das Ganze wieder übertragen und ist dann wieder verrechenbar. Gut. Jetzt diese Leistungen hier in der Scheidung. Wir haben vorhin mit der Rechnung gearbeitet und alle Leistungen auf einmal in eine Rechnung hineingepackt. Es kann aber gut und gerne sein, dass Sie hier lieber Teilrechnungen stellen möchten. Also zuerst einen Teil abrechnen, dann einen anderen Teil und zum Schluss dann noch eine Schlussabrechnung schicken. Und auf der Schlussabrechnung sollen alle relevanten Leistungen auftauchen, die auch schon in den Teilrechnungen drin waren. Dafür haben wir die Teilrechnungen entwickelt. Sie können jetzt sagen, bitte nur diese fünf Leistungen hier in eine erste Teilrechnung hineinpacken. Dann erhalten Sie wieder den Dialog. Diese Leistungen, die werden jetzt an der Stelle, weil es sich um die Scheidung handelt, von der ARAG beglichen, von der Versicherungsgruppe. Da klicke ich auf Erstellen.
dann sehen Sie, die Leistungen sind jetzt nicht verschwunden, sondern die wurden mit einem grünen Haken versehen. Das ist das Symbol dafür, dass für diese Leistungen eine Teilrechnung besteht. Wenn ich darauf draufklicke, dann sieht es aus, wären die Leistungen verdoppelt worden, seien die Leistungen verdoppelt worden. Das hat aber nur damit zu tun, dass hier in dieser Vorschussrechnung einmal diese Leistungen bereits drin sind. Wenn ich da eine Vorschau davon starte, dann sehen Sie, was ich meine. Da wurde jetzt eine eigene Vorlage gestartet mit den relevanten Informationen der Rechnung selber und den Details, wo nur diese fünf Leistungen drin sind. Das können Sie an der Stelle drucken und an die, Entschuldigung, zeigen wir das noch kurz. Das geht ja jetzt hier an die ARAG Versicherungsgruppe. Drucken und versenden. Gut, dann sind die weg. Die Leistungen, die sind in der Teilrechnung drin. Und dann nehmen wir hier das nächste Stück, was Sie dann vielleicht im nächsten Monat unter so in Rechnung stellen und machen auch von dem hier eine Teilrechnung aus Selektion. Das geht auch an die ARAG, wird erstellt. Dann ist die hier unten. Das Ganze wird gedruckt und versendet. So, und jetzt wären wir bereit, um hier aus diesen übrig gebliebenen Leistungen eine Schlussrechnung zu machen. Die Schlussrechnung ist einfach eine ganz normale Rechnung. So, die geht dann auch an den David Bayer, um an ihn quasi, um ihm zu zeigen, was denn jetzt hier in diesem Mandat alles geleistet wurde. Ich erstelle das. Jetzt sind die Leistungen weg. Hier in dieser Rechnung drin. Und was Sie jetzt sehen, ist, dass die Rechnung zu dem Zeitpunkt noch einen Ausstand hat. Und zwar den Gesamtausstand auf 6.188 Euro. Das hat damit zu tun, dass hier unten jetzt Teilzahlungen zur Verfügung stehen. Saldo, Teilzahlung 6.188 Euro. Die müssen jetzt an der Stelle angerechnet werden. Und die rechnen Sie an hier übers Ausgleichen durch. Die Teilrechnungen funktionieren an der Stelle wie eine Brieftasche, ein Topfgeld, aus dem sich die Rechnung begleichen kann. Klicke ich auf 130.00, wird mir der Totalbetrag angezeigt, der auf dieser Rechnung zur Verfügung steht, um es anzurechnen. Ich klicke hier auf Verbuchen und dann mache ich das Gleiche noch mit der zweiten Rechnung. Ich hole mir das Geld, was auf der drauf liegt, klicke auf Verbuchen und dann reduziert sich der Ausstand wie erwartet auf 0 Euro. Sie können jetzt diese Rechnung an der Stelle anschmeißen und dann haben Sie hier, erklären wir das kurz, also einerseits haben Sie das Honorar, das geschuldet ist, auf dem Honorar dann die Zwischensumme also und die 19% Umsatzsteuer in Deutschland und dann darauf, dass das Ganze eben schon ausgeglichen wurde über Teilrechnungen. Jetzt stehen hier vier Buchungen. Das hat damit zu tun, dass die Teilrechnung, auf der Teilrechnung ist natürlich auch Umsatzsteuer geschuldet, Mehrwertsteuer. Und Timesensor hat die im Hintergrund aufgeteilt aufs Umsatzsteuerkonto und auf ihr eigentliches, Konto auf den Eingängen und von beiden nimmt er sich jetzt Geld, um hier einerseits die Mehrwertsteuer zu begleichen und andererseits den eigentlichen Rechnungsbetrag, der beglichen werden muss. Daher ist dann schlussendlich das Resultat 0 Euro, die jetzt noch geschuldet werden, aber auf der anderen Seite hat Ihr Mandant dadurch auf den Details eine genaue Auflistung dessen, was denn alles gearbeitet wurde und angefallen ist. Also diesen Rechnungsausdruck, auch wenn der jetzt 0 Euro beträgt, können Sie an der Stelle gerne drucken und Ihrem Mandanten zuschicken als Leistungsnachweis dessen, was alles gearbeitet wurde. Gut, jetzt wird ja hier an diesem Mandat auch weitergearbeitet oder Sie arbeiten an der Firmengründung weiter. Das letzte Feature, die letzte Rechnungsart und Weise, die Sie verwenden können, sind Vorschussrechnungen. Und das wird ja häufig dazu verwendet, um im Vornherein
Geld einzutreiben, vor allem bei einem Mandanten wie dem David Bayer, der schon mehrmals im Verzug war, kann es eine gute Idee sein, zuerst einmal einen Vorschuss zu verlangen. Und hier bei den Vorschüssen möchte ich Ihnen das Folgende zeigen. Das ist eigentlich eine Leistungszeile, die hier generiert wird. Die hat einen Empfänger und ein Einzahlungskonto. Den Leistungstext, das ist das, was dann auch auf dem Detailblatt drauf erscheint, den können Sie beliebig ändern. Vorschuss gemäß Abmachung, wenn Sie mit dem Mandanten zum Beispiel abgemacht haben, eben wie viel Vorschuss, das er jetzt bezahlen muss. In dem Falle wurde mit ihm abgemacht, dass er jedes Mal 3.000 Euro als Vorschuss einzahlen muss. Jetzt haben wir hier wieder dasselbe Problem. Dieser Preis hier, der ist netto gerechnet. Also das auf dem, wenn wir hier die Mehrwertsteuer eingeschaltet haben, dann werden hier 1.000, dann kommt hier noch ein, da kommen hier noch Mehrwertsteuer hinzu und dann sind das natürlich eben leider wieder mal nicht 3.000 Euro, sondern 3.000 und etwas. Um die Mehrwertsteuer rauszurechnen, gibt es hier den Trick, die Sofortzahlung einzuschalten. Dann kriegen Sie hier ein zusätzliches Feld, in dem Sie die 3.000 Euro eingeben können. Wenn Sie dann über die Tabulatortaste rausklicken, dann macht TimeSensor wieder dasselbe. Es rechnet die Mehrwertsteuer raus. Dieser Preis hier, das ist das, was dann tatsächlich für die Kanzlei zur Verfügung steht, um damit zu arbeiten. Der Nettopreis, für den Sie Leistungen verrechnen können. Wenn Sie Sofortzahlungen hier unten angewählt lassen, dann wird TimeSensor sofort auch einen Zahlungseingang verbuchen. Das ist häufig ja nicht der Fall, weil nur selten Mandanten dann direkt in der Kanzlei Cash etwas bezahlen. Ich deaktiviere jetzt hier die Sofortzahlung einfach wieder. Der Preis bleibt mal erhalten. Ich klicke auf Erstellen und damit ist diese Vorschussrechnung hier erstellt. Genau über 3.000 Euro. Ich kann das ausdrucken. Drucken. So. Und dann darauf warten, dass hier diese Rechnung beglichen wird. Und wenn das hier gezahlt wird, Entschuldigung, wenn wir jetzt hier wieder weitere Leistungen eintragen, ich mache das jetzt hier nur als Beispiel und auf Rechnung klicke, ich erstelle mal hier diese Rechnung, dann steht diese Vorschussrechnung genau gleich wie die Teilrechnung zur Verfügung, um daraus Rechnungsbeträge begleichen lassen zu können. Je nachdem, welches Buchhaltungssystem Sie verwenden, ob Sie nach vereinnahmten Entgelten oder vereinbarten Entgelten abrechnen, wird die Vorschussrechnung hier zur Verfügung stehen, entweder zu dem Zeitpunkt, in dem die Rechnung gestellt wird, die Vorschussrechnung, oder zum Zeitpunkt, in dem die Vorschussrechnung dann beglichen wird. So. Gut. Übrigens. Wenn eine Rechnung mal falsch gegangen ist, also wenn Sie jetzt diese Rechnung noch gar nicht stellen wollten, dann löschen Sie die einfach. Die Rechnungsnummer, die geht zu dem Zeitpunkt verloren, an dem die Rechnung zum ersten Mal gedruckt wird. Da ich diese Rechnung noch nicht gedruckt habe, kann ich sie an der Stelle einfach löschen, ohne dass die Rechnungsnummer verloren gehen würde. Und dann lassen sich hier weitere Leistungen aufzeichnen, die dann weiter verrechnet werden können. Ich möchte Sie jetzt noch auf zwei Möglichkeiten hinweisen, die es gibt in TimeSensor, um mit Rechnungen zu arbeiten. Eine Möglichkeit ist, wenn Sie eine Rechnung stellen, können Sie das Quoten-Feature verwenden, um darüber eine Rechnung aufzuteilen in, sagen wir zum Beispiel, ja, sagen wir zwei Teile, das ist gerade schön. Weil hier handelt es sich um eine Scheidung. Wenn jetzt dieser Betrag einerseits vom Herrn Bayer beglichen wird und andererseits von der Gegenpartei, Monika Weiz, dann können Sie die Rechnung auf 50%, 50% aufteilen. Wenn Sie hier auf Erstellen klicken, dann macht TimeSensor einfach aus einer Rechnung zwei. Und ich zeige Ihnen kurz, wie das dann ausschaut auf dem Ausdruck. Also einerseits sehen Sie, unten geht schon eine Zahlung ein. Hier wurde schon etwas verbucht. Und das wird klar, wenn wir uns den Ausdruck anschauen. Das ist der Drittanteil vom
der anderen Partei, die hier schon etwas bezahlen musste. Das ist dann wird als Abschlag erfasst, um auf den gewünschten Zielausstand zu kommen, den diese Partei hier jetzt bezahlen muss. Das Quotenfeature kann ganz praktisch sein, wenn Sie in einem Fall verschiedene Zahlungen erwarten für eine einzige Rechnung. So. Auch diese Rechnungen lassen sich rückgängig machen, aber wenn ich jetzt hier aufs Minus klicke und die Rechnung löschen will, dann macht er das rückgängig. So, wunderbar. Und dann das letzte Feature, was ich Ihnen zeigen wollte, ist, wenn wir das Ganze hier verrechnen. Ich mache jetzt mal eine normale Rechnung draus und ich da draufklicke. Dann haben wir, wenn Sie das Feature der Ertragskonten in Ihrer Timesensor-Version drin haben, da können Sie hier auf dieses Verteilsymbol draufklicken und dann können Sie eine Rechnung auf verschiedene Kostenstellen buchen. Ich zeige Ihnen kurz, was damit gemeint ist. Eine Rechnung kann an der Stelle zum Beispiel aufgeteilt werden, also der Rechnungsertrag an Michael Muster zu 50% auf die Kostenstelle Michael Muster. Okay. Und zu weiteren 50% an den, sagen wir mal, Robert Kürten, an die Kostenstelle Kürten. Das hat dann zur Folge, dass die Erträge aus dieser Rechnung auf diesen Kostenstellen und auf den Ertragskonten jeweils ersichtlich sind. Das kann vor allem in größeren Kanzleien interessant sein, wenn mehrere Anwälte an einem Fall arbeiten, sie das aber nur nach gegen außen nur unter sich verbuchen wollen, also ausweisen wollen, im Hintergrund aber auf die jeweiligen Partner zum Beispiel aufteilen wollen oder auf die verschiedenen Kostenstellen aufteilen möchten. Das ist eine weitere Möglichkeit, wie rechnungsrelevante Daten aufgeteilt werden können. So, das hat auf die Rechnung an sich und auf die Art und Weise, wie die Rechnung angezeigt wird, an der Stelle keinen Einfluss, sondern es geht hier eigentlich nur um die Buchhaltung. Das ist das, was ich sagen möchte. Entschuldigen Sie bitte, ich verliere schon langsam die Stimme. Das sind jetzt aber eigentlich die Teile der Rechnungsstellung, die ich Ihnen zeigen wollte. Und an der Stelle aktiviere ich meine Kamera wieder und frage gerne an Regula Schaller, haben wir Fragen? Wir haben im Moment keine weiteren Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Scheint alles gut zu sein hier. Gut, dann lassen Sie mich Ihnen noch Ah, wir einen. hatten noch kurz, Entschuldigung, jetzt ist gerade eine Frage reingekommen. Gerne. Und zwar möchte jemand wissen, was die Zeile Verbuchungen in der Rechnung zu bedeuten hat. Die Zeile Verbuchungen in den Rechnungen. Ich glaube, es geht hier. Nehmen wir hier eine andere Rechnung, zum Beispiel die hier, die bereits beglichen wurde. Meinen Sie wohl diese Zeile hier wahrscheinlich verbucht? Ja. Ich denke es ja. Ja, ich zeige Ihnen das gerne an einer anderen Rechnung. Nehmen wir das, haben wir die hier jetzt schon bearbeitet oder nicht? Nein. Gehen wir davon aus, dass auf dieser Rechnung, hier ist zum einen haben wir 3.000 Euro Vorschuss zur Verfügung, die wir anrechnen können. Ich werde jetzt aber nicht die 3.000 Euro nehmen, sondern ich rechne jetzt hier einfach mal 300 Euro an. Gehen wir davon aus, dass der Mandant eben nicht alles beglichen hat, sondern nur einen Teil. Und ich klicke hier auf Verbuchen, dann, ja, weil ich der die Verteilung, die des Ertragskontenverteilung eingeschaltet habe, hat er hier zweimal 150 Euro eingebucht. Aber schlussendlich auf der Rechnung sind es natürlich 300. Und wenn ich mal jetzt die Rechnungsvorlage anschaue,
Dann steht hier unter Zahlung, Vorschuss oder Teilrechnung, das ist das, das da derselbe, derselbe Ausdruck, verbucht, steht, dass hier 300 Euro bereits eingegangen sind. Das ist eine Zeile, um bereits aufgelaufene Buchungen, die auf einer Rechnung bestehen können, wiedergeben zu können. Da ja eben jetzt an der Stelle nicht mehr 300 Euro nicht mehr der Gesamtbetrag geschuldet wird, sondern nur noch der Ausstand dessen, was noch nicht bezahlt wurde. Also die Zeile Verbuchungen dient dazu, um bereits geleistete Zahlungen anzuzeigen. Ich hoffe, das macht soweit Sinn. Ja. Sie können damit eigentlich, wenn Sie Ratenzahlungen erhalten, aber diese Ratenzahlungen nicht, wie Pascal gezeigt hat, im Time-Sensor hinterlegt haben, können Sie die auch so Stück für Stück abbuchen und die werden dann dort gezeigt. Gut. Dann haben wir noch eine Frage bekommen. Und zwar, ist der Vorschuss aktenbezogen oder mandantenbezogen? Könnte man einen Teilbetrag des Vorschusses auf die Scheidung anrechnen und einen anderen Teil des Vorschusses auf die Firmengründung? Vorschüsse und Teilrechnungen sind mandatsgebunden. Diese Vorschüsse, die werden Ihnen auch nur im Mandat angezeigt. Wenn ich hier draufklicke und auf Controlling klicke, dann sehen Sie, dass dieser Betrag hier im Controlling ausgewiesen wird. Und hier steht, dieser Teilzahlungsbetrag ist verfügbar. Er gehört zum aktuellen Mandat und wird nur in diesem Mandat automatisch angerechnet. Um diesen jetzt auf ein anderes Mandat zu kriegen, gibt es die Möglichkeit, wenn hier eine Teilzahlung besteht, könnten Sie die Teilzahlung ausbuchen. Das ist vielleicht ein Feature, was ich noch nicht gezeigt habe. Wenn da noch ein Betrag darauf besteht, vor allem wenn jetzt diese Zahlung, wenn jetzt dieses Mandat abgeschlossen ist und dann hat der Mandant noch Geld zugute, dann können Sie das an der Stelle ausbuchen. Da wird Ihnen eine entsprechende Buchung dazu gemacht. Und diese Buchung, einen Moment, erzähle ich hier gerade etwas, was nicht stimmt. Wenn ich daraus jetzt in der Firmengründung eine Rechnung erstelle, nein, an der Stelle habe ich Ihnen leider keine gute Möglichkeit, wie Sie dieses Geld übertragen können vom einen Mandat aufs andere. Was ich jetzt gezeigt habe, ist die Art und Weise, wie Sie dieses Geld in der Buchhaltung ausbuchen können, also dem Mandanten dann zurückzahlen können. An der Stelle können Sie jetzt natürlich sagen, okay, ich habe jetzt diese 2.500 Euro ausgebucht, ich verwende die jetzt auf dem anderen Mandat. Ich würde hier aber gerne das, ich werde das noch mal, ich muss mir das nochmal durchdenken, weil vielleicht kann ich Ihnen per E-Mail noch sagen, wie Sie das etwas geschickter wieder im anderen Mandat einbuchen können. Gut, gibt es andere Fragen, die ich beantworten kann oder auch nicht? Geben wir noch kurz Zeit. Im Moment hat es keine offenen Fragen. Vielleicht nochmal zum Vorschuss und das Mandatsspezifische. Vorschüsse sind immer mandatsspezifisch. Aber wenn der Mandant ein Guthaben hat, zum Beispiel, können Sie das mandatsübergreifend verwenden. Sie sehen das auch, wenn in den Mandatseinstellungen unter Controlling, wo Sie vorhin, kannst du das kurz öffnen? Genau, dort, jetzt haben wir hier nur, unten ist es grau. Falls da ein Vorschuss da ist, wie wir das vorhin gesehen haben, erscheint der rechts mit einem grünen Symbol. Falls aber ein Guthaben da ist, das mandatsübergreifend verwendet werden kann, dann erscheint das links mit einem gelben Symbol.
Dieses Guthaben muss aber über die Buchhaltung eingetragen werden als Fremdgeld. Oder, nein, Entschuldigung, nicht als Fremdgeld, als durchlaufender Posten. Dann steht es hier zur Verfügung. Das geht leider ein klein wenig zu weit, weil ich möchte nicht bis in die Buchhaltung hinein. Etwas, was ich Ihnen. Willst du noch etwas dazu sagen, Regula? Nein. Vielleicht nur noch etwas. Ein kleiner Shortcut, der manchmal wirklich, wirklich praktisch ist und den möchte ich, den zeige ich einfach gerne, weil er auch mit den Finanzen zu tun hat. Wenn wir hier in irgendeiner von unseren Rechnungslisten drin sind, dann kann es vorkommen, dass Sie kontrollieren wollen, wo ist denn jetzt diese Rechnung eigentlich genau drin? Und anstatt dass Sie da mühsam bis in die Akte sich wieder zurückkämpfen, wenn Sie über Alt, respektive die Optionstaste, diesen Rechnungsdatensatz öffnen, doppelklicken. Also Entschuldigung, ich doppelklicke ihn kurz ganz normal, dann öffnet sich der Datensatz. Wenn ich ihn mit gedrückter Optionstaste, also Alt-Taste, doppelklicke, dann öffnet sich die Visitenkarte. Und die Visitenkarte hat hier dieses kleine Viereck-Symbol und damit landen Sie sofort in der Akte des Mandanten, wo dann auch die entsprechende Rechnung drin ist. Möchte ich nur zeigen, weil es manchmal wirklich praktisch ist, anstatt sich da mühsam zurückzuklicken. Gut. Weitere Fragen? Im Moment nicht, warten wir noch kurz. Wenn nicht, also Sie können auch gerne, wenn Ihnen nachher etwas in den Sinn kommt oder Ihnen etwas unter den Nägeln brennt, uns das gerne per E-Mail zuschicken. Wie Sie wissen, wir beantworten Ihre Fragen immer gerne. Ansonsten würde ich mich für heute von Ihnen verabschieden, damit wir alle noch etwas zu Mittag essen können. Regula, hast du noch etwas von deiner Stelle? Nein, ich glaube, von mir aus ist nichts mehr hinzuzufügen. Wie gesagt, wenn Ihnen noch etwas in den Sinn kommt, wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie die gerne per E-Mail an hotline@timesensor.com schicken. Und die Fragen, die wir heute jetzt nicht beantworten konnten oder die eine Antwort verlangen, die ausschweifend ist, würden wir dann nachher per E-Mail beantworten. Gut, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Von mir auch einen schönen Nachmittag. Wiedersehen. Tschüss.